Ja, hallo zusammen hier bei meiner zweiten Geisterjagd auf YouTube. Wir haben es heute mit Emma zu tun in der Willow Street. Ich bin Tür und ich würde sagen, legen wir gleich los. Wir haben diesmal eine etwas schwierigere Nebenaufgabe. Wir sollen nämlich den Geist während der Jagd mit einem Räucherstäbchen abwehren. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Dann zwei relativ einfachere Aufgaben. Den Geist dazu bringen, eine Kerze auszublasen und den Sanity-Wert unter 25% kommen zu lassen. Ja, wir nehmen natürlich wieder die Taschenlampe, Fotoapparat, EMF. Schauen mal, wo der Sicherungskasten ist. Der ist zum Glück in der Garage gleich. Sehr gut. Schlüssel, Tür auf, los geht's. Schöne Abendstimmung. Sehr gut. Verfluchte Gegenstände und Knochen. Hier ist schon mal nichts. Hier ist kein Versteck. Licht hier mal anmachen. Hier ebenfalls, wie immer, im Raum der Sicherung. So. Hier ist kein Knochen. Ich hoffe, wir sehen dieses Mal alles. Und ich würde mal behaupten, es ist ein Kellergeist. Ich glaube, es ist ein Kellergeist. Ich glaube, das Gepolter kam von unten. Hier haben wir schon mal den verfluchten Gegenstand. Die Affenpfote. 3-Sterne-Bild, sehr gut. Knochen. Hier nicht. Licht mal anmachen. Schlafbereich. Kinderzimmer absuchen hier. Hier ist auch kein Knochen. Hier ist aber ein Versteck. Sehr gut, das können wir uns schon mal merken. Licht lasse ich mal an. Schlafzimmer. Auch hier kein Knochen. Ich denke, eventuell im Keller dann. Jo. Aber bevor wir dahin gehen, noch mal eben die Küche anschauen und das Wohnzimmer. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal in den Keller. Und ich denke, wie gesagt, dass der Geist auch da ist. Licht an. Hier. Der Knochen. Sehr gut. Okay. Da ich eh denke, ja, dass der Geist hier ist, hat sich gerade auch eigentlich nochmal bestätigt, lasse ich das gleich hier. Lasse ich das gleich hier. Schau mal eben nach den Fotos. Sehr gut. Und wir gehen mal nach oben, wo wir dann natürlich unsere standardmäßigen Ausrüstungssachen holen, nachdem wir das haben. Einmal das Thermometer und einmal die zwei Kruzifixe. Das Einzige, was ich nicht hoffe, ist, dass es ein Flurgeist ist im Keller, weil den Flur kriegt man nie komplett abgedeckt. Aber naja, einmal müssen wir uns eh jagen lassen, von daher... Sanity ist noch vollkommen in Ordnung. Wir nehmen mit zweimal Kruzifix, einmal Temperaturmessgerät. Und gleich wieder rein ins Getümmel. Natürlich sofort in den Keller. Hier können wir aber schon mal nachsehen. Bei der Durchreise, so gesehen, ob hier... Ja, das wird hier unten sein. Ja, aber zum Glück, es sieht noch nicht nach Flurgeist aus. Hier auch nicht. Hier. Ja. Hier ist er. Das ist ganz gut, weil den Bereich kriegen wir erstmal gut abgedeckt. So. Gut. Dann kommen wir jetzt gleich wieder mit der Videokamera und mit dem Büchlein und mit der Geisterbox.
War das ein Geisterwind? Ne, okay. Dachte schon kurz, er wird singen. Wird uns ein Ständchen vortrillern. Gut, Videokamera, Buch, Box. Da können wir mal, da brauchen wir gar nicht zurückzugehen zum Truck erstmal, um die Orbs zu sehen. Nämlich, das können wir in dem kleinen Raum schon mal sehr gut vor Ort machen. Um die Nebenaufgaben kümmern wir uns dann nachher. Das Einzige, was ich schon mal gern dann erledigt habe, sind die Interaktionen abzufotografieren. So, mal gucken. Mal von hier aus. Ja, wirft schon einiges rum. Aber Stand jetzt keine Orbs. Ja, ich stelle die mal hier hin. Ich glaube, das ist am besten hier so. Dann haben wir den größten Teil drauf. Das Buch legen wir mal hier drauf. Schön auf komfortabler Höhe. Und ja, dann sprechen wir mal. Bist du hier? Das freut uns doch sehr. Wir lassen die Geisterbox hier liegen und an. Nämlich darüber können wir sehen, ob er noch hier ist. Dann wird er sich immer wieder hier melden, falls er was hört. Falls er denkt, wir würden mit ihm reden. Ja, wir notieren eben Geisterbox. Nochmal eben schauen. Keine Gefriertemperaturen stand jetzt. Müssten wir dann nochmal überprüfen nachher. Aber schon mal die Geisterbox. Schreib ins Buch bitte. Dann verlassen wir den Raum eben. Machen mal zu. Wir gehen Dots holen. Und könnten dann oben nochmal einen Blick auf die Kamera werfen, ob Orbs zu sehen sind. Bisher läuft es ja ganz gut, muss man sagen. Fotos haben wir noch offen. 2, 6, okay. Dann nehmen wir schon mal den Dots. Und wir nehmen schon mal für die Fingerabdrücke die UV-Lampe. Und ja, sieht sehr orbarm aus. Also, wir haben keine Orbs, denke ich mal. Ja, da lege ich mich mal fest. Keine Orbs. Dort spielt natürlich noch eine Rolle. Fingerabdrücke natürlich auch. Das Geisterbuch müssen wir mal gucken. Gefriertemperaturen stand eben auch noch nicht. Ja. Ja, keine Orbs. Keine Orbs, okay. Dann nehme ich noch mit. Sanity muss eh runtergehen. Ich frage mich, ob wir das jetzt schon machen. Was Sanity nehmen. Ich lasse es mal so. Wir nehmen mal mit eine Kerze, weil das unsere Nebenaufgabe ist. Dann können wir die schon mal mitnehmen. Und die UV für mögliche Fingerabdrücke. Ich hoffe jetzt kurz vor der Jagd nachher, dass er den Raum nicht wechselt. Das wäre natürlich ein bisschen übel, aber das wird schon. Ja, Fingerabdrücke. Da haben wir den nächsten. Die stelle ich mal hier hin. Dots hier neben. Mal gucken, ob das gut klappt. Mit der Kameraeinstellung. Jo. Nachher noch ein Feuerzeug holen. Das brauchen wir dann eh für die Räucherstäbchen. Eben den. So, das dürften wir auch haben. Fingerabdrücke. Dann ist die verbraucht. Die lassen wir hier. Für Salzspuren vielleicht später noch. Und jetzt schauen wir mal über den Dots, ob wir da was sehen. Die mache ich aber aus, sonst stört das nachher noch. So. Tür zu.
Hier würde ich jetzt gern das Licht ausmachen, obwohl das dürfte eigentlich nicht stören, wenn die Tür aufgeht. Wir gehen raus. Ja, Sanity nehmen wir auch nicht. Wir haben zur Not noch die Kruzifixe unten liegen, die uns für die restliche Ermittlung abdecken, schützen. Und das belassen wir dann mal. Desto schneller geht das dann später mit der Jagd, wenn wir sie wollen. Dort, da braucht man manchmal ein bisschen Geduld. Mhm. Ist Dots denn noch im Rennen? Ja, ne? Dots war auf jeden Fall noch im Rennen, jo. Aber Fingerabdrücke. Und dann sind auch Dots noch im Rennen. Dann wäre es ein Phantom. Da fliegt wieder was. Ja, wenn wir jetzt in den nächsten 10 Sekunden nicht sehen, da flog wieder was. Dann lege ich mich fest, dass im Dots nichts zu erkennen ist. Ja, und es bleibt dabei. Dots wird ausgeschlossen. Mimik oder Poltergeist. Das ist natürlich jetzt eine blöde Sache. Aber der Mimik hat eigentlich seine eigenen Orbs. Eine blöde Sache aber auch, falls es der Mimik ist, wenn wir die Jagd provozieren und es ein Diogen ist oder Diogen, dann können wir uns nicht verstecken. Wir können also nicht den Geist mit den Räucherstäbchen abwehren und uns verstecken und das war's dann. Daher denke ich auch eigentlich nicht. Ja, natürlich, der Mimik könnte es sein. Aber wir hoffen mal nicht, dass er den Diogen imitieren wird. Ja, Dots ist draußen. Buch spielt noch eine Rolle, da müssen wir nochmal reinschauen. Gefriertemperatur nochmal eben messen, denke aber nicht, dass das sein wird. Und EMF ist schon mal raus. Okay, die zwei Sachen haben wir noch. Das heißt, wir könnten jetzt auch nach dem Ausschlussverfahren gehen. Haben wir jetzt keine Gefriertemperaturen unten, dann haben wir natürlich den Poltergeist. Wird auch dafür sprechen, dass er so viel rumwirft da unten. Das war ja schon so, sofern wir da oben erstmal reingingen, habe ich ja schon gesagt, entweder ist er in der Garage gerade oder im Keller. Und da habe ich ja schon was rumpoltern gehört. Also das wird schon auf den Poltergeist, denke ich mal, hinauslaufen. So, wir nehmen aber schon mal das Feuerzeug mit und Räucherstäbchen. Dann könnten wir die Kerze anzünden und ja, dann schauen wir mal, wo wir uns verstecken dann während der Jagd. Nehmen auch mal eine Taschenlampe mit. So. Ja, ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. Ich hoffe, wir hatten nicht die Sicherung. Ja, natürlich hat er die Sicherung rausgemacht. Dann müssen wir mal anhand unseres Atem unten gucken, ob wir Gefriertemperaturen haben. Okay, hier hätten wir einen Punkt. Das könnte man natürlich gut benutzen. Okay. Ja, kalt wird es hier generell jetzt sein. Ah, hier geht es aber noch von der Temperatur. Also, sieht so aus, als wäre er noch hier. Hier natürlich aus. Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Ja. Okay, dann ist er halt noch hier. Wir zünden mal die Kerze an. Dort könnten wir mal anlassen. Mal eben schauen. Kerze soll er ausblasen. Sanity soll unter 25 sein. Und den Geist mit Räucherstäbchen abwehren. Okay. Wir nehmen die mal. Dann werden wir die Räucherstäbchen mal hier liegen lassen. Das Feuerzeug ebenfalls.
Hier hätten wir eigentlich einen guten Punkt zum Verstecken. Einfach hier um die Ecke gehen. Räucherstäbchen reinwerfen um die Ecke. Und dann das Beste hoffen. Vielleicht mache ich noch eben schnell die Salzspuren, damit ich die Fotos noch voll bekomme. 5 Stück. Ja, ich denke, das mache ich auch. Lass die Taschenlampe mal hier liegen. Und geh mal das Zeug holen. UV liegt ja sogar noch unten. Jetzt kann man schön sehen, wenn man sich hier nicht so gut auskennt mit der Taschenlampe, wäre es jetzt kein Problem gewesen, den Ausgang gut zu erkennen. Wir holen uns Salz und Fotoapparat. Zweimal Salz. Sanity ist bei 47. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt die Salzspuren, fotografieren die ab, kommen dann nochmal hoch, holen uns Sanity-Pillen, damit wir nachher gemütlich rausgehen können, ohne Angst zu haben, dass eine zweite Jagd anfängt. Ich glaube, man hat sowieso nach so einer Jagd 20 Sekunden Zeit, um in Ruhe hier rauszukommen, aber sicher ist sicher. Ich werde jetzt mal ein bisschen Salz verstreuen. Wir lassen aber erstmal einmal Salz hier liegen. Er fängt schon an zu jagen. Er fängt jetzt schon an zu jagen. Okay. Das mal wegmachen. Dann sollten wir uns mit den Bildern beeilen. Ja. Laufe durch Salz. Salzspur. Laufe durch Salz. Ja, das weiß ich. Das weiß ich ja mittlerweile, dass du jung bist. Vielleicht machen wir auch erst die Jagd. Ja, ja, du bist jung, das weiß ich. Ich glaube, wir machen erst die Jagd und kümmern uns dann noch. Ja, jetzt läuft er hier durch. Ja, dann machen wir es doch so. Wie du wünschst. Wenn du das wünschst, dass wir erst die Fußspuren machen, dann machen wir das. Laufe durch Salz. Jetzt auch hier nochmal. Jo. Ja, ist ja okay. Wir kümmern uns jetzt mal um die Jagd. Die wird uns nämlich jetzt ins Haus stehen. So. Und dann schnell hinter. Taschenlampe danach aus. Ganz flott. Jetzt hören wir nur noch darauf. Ich lasse das Feuerzeug mal eben hier. Kruzifix lege ich mal hier hin, damit es losgehen kann. Ich hoffe, das hat geklappt. Noch nicht, okay. Da waren wir ein bisschen zu schnell scheinbar. Macht aber nichts, wir haben aber das mit der Sanity geschafft. Fotos, ja gut. Ist jetzt kritisch, ne? Ist jetzt etwas kritisch. Ich versuch das jetzt erstmal mit der Jagd hinzukriegen. Geh nochmal Räucherstäbchen holen. Und vielleicht oben verstecken, warten darauf, bis sie hier hochkommt. Und gucken mal für hier oben für ein Versteck. Ich glaube, da hinten war ja noch eins. So.
Ja, ich glaube, ich war zu früh mit den Räucherstäbchen. Macht aber nichts. Macht gar nichts. So. Ja. 13% Sanity. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich sicher sein, dass da hinten ein Versteck war. Kommt sie nicht? Ja, ernsthaft? Mensch, Emma. Mensch, Emma. Dann halt nochmal. Aber jetzt klappt's. Ich bin sicher, jetzt klappt's. Hör mal. Das ist meine Lieblingstasse. Die lässt du bitte da stehen. Okay. Jetzt klappt es. Nochmal Räucherstäbchen nehmen. Sanity ist bei 8. Danach noch die restlichen Fotos schießen, dann sind wir raus, dann haben wir die perfekte Jagd. Emma! Bitter wäre natürlich, wenn sie jetzt den Raum gewechselt hat. Emma! Emma, bitte komm zu mir. Emma! Oh, Emma! Es geht los. Jetzt aber. Ah, ich habe eine andere Idee. Okay, das dürfte eigentlich geklappt haben. Ich war zufrieden, Emma war zufrieden, alles gut. Jetzt pumpen wir uns zu mit Sanity und machen die restlichen Fotos. Das können wir wegwerfen. Schauen mal eben, jawohl, Räucherstäbchen sind abgehakt. Alle guten Dinge sind 3. Das weg. Salz liegt unten noch einmal. Fotoapparat müsste auch unten noch einmal sein. Aber ich nehme den mit, dann brauche ich nicht suchen. Salz einmal streuen, das müsste eigentlich dann reichen. UV müsste ja auch unten noch liegen. Das heißt Sanity. So, sehr gut. Und jetzt die restlichen Bilder noch machen. Und dann sind wir durch. Ja, die kannst du von mir aus rauswerfen. Solange die blaue liegen bleibt, ist alles gut. Ganz kurz hier, ne? Ja, ist doch gut. Salzspur. Laufe durch Salz. Laufe durch Salz. Ja, ist ein Raumwechsel. Es ist ein Raumwechsel. Aber macht nichts. Solange sie alles bewegt hier. Wir gucken dann auch mal eben nach Fingerabdrücken. Ja. Können wir auch noch fotografieren. Noch ein Foto. Bewege die Tür.
öffne die Tür. Öffne die Tür, dann hätten wir uns das mit dem Salz gespart. Öffne die Tür. Ist das eine Spur von gerade? Ja, ne? Ja, das müsste eine Spur von gerade sein. Das heißt, wir wären jetzt durch. Alles klar. Schauen wir eben. Jo, wir sind durch. Drücken, nicht ziehen. Alles klar. Dann noch eben rausgehen. Hoffentlich haben wir Glück mit dem richtigen Geistertypen. Und ja, sonst war das doch eine recht erfolgreiche Jagd. Haben sofort alles gefunden. Knochen, verfluchten Gegenstand. Ja. Okay. Poltergeist, jo. Ja, super. Dieses Mal lief es einwandfrei. Und es hat wie immer Spaß gemacht. Auch die erste Folge hat Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Folge hat euch noch mehr Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.